Der Optiker Heidenreich in der Johannesstraße in Dessau-Roßlau steht für Qualität und Fachkompetenz. Auch aus diesem Grund haben wir uns mit ihm getroffen, um ganz einfach zu erfahren, wie kann man die Sonnenfinsternis, die zwar partiell ist, dennoch schädlich für die Augen sein kann, ungetrübt genießen. Ja, dazu habe ich also hier ein Beispiel mitgebracht. Und zwar wird es dann also so aussehen, morgen, dass die Menschheit am Vormittag mit diesen Brillen herumläuft. Nun gibt es im Internet die abenteuerlichsten Tipps, wie man mit anderen Hilfsmitteln, wenn man keine geeignete Schutzbrille hat, das Naturschauspiel beobachten kann. Was sagt der Fachmann zur Rettungsdecke, Schweißerbrille und Co.? Kann man hier ganz definitiv antworten, nein, diese Hilfsmittel sollte man auf keinen Fall benutzen. Es ist wirklich nur richtig mit den entsprechend vorgefertigten Sonnenschutzfilterbrillen. Weil wir hier in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis haben und zum Teil eben die Sonnenscheibe in voller Pracht und Energie auf unsere Augen sonst wirken würde. Und das gibt auf jeden Fall bei längerer Betrachtung dauerhaft Schäden. Heidenreich hatte einige der jetzt bundesweit ausverkauften Sophie-Brillen geordert und nicht wie andere Profit aus deren Verkauf erlangen wollen, sondern das Unternehmen hat eine ganz besondere Aktion gestartet. Jeder, der eine solche Brille haben wollte, gab eine Spende, deren Höhe der Käufer selbst festlegen konnte. Der Gesamterlös von 100 Euro kommt der Christoffel-Blinden-Mission zugute. So können mindestens 4 Operationen gegen den grauen Star in Afrika realisiert werden. Und warum gab es so wenig Sonnenfinsternisbrillen zu kaufen? Ja, offenbar sind da einige Händler auch von überrascht worden, dass es jetzt plötzlich und unerwartet der Zeitpunkt schon ist. Und eine Nachorder war auch für mich nicht mehr möglich. Es waren die Läger einfach leer. Hat sicher auch damit zu tun, dass nun erwartet wurde, dass es einen wolkenlosen Tag gibt. Und damit haben wir natürlich die volle Erscheinung dieser partiellen Sonnenfinsternis.